Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal eGaming. Lasst auf jeden Fall schon mal gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert das Video, würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Wenn ihr auch nicht wisst, was mit eurem WeChat plötzlich passiert ist, es geht auf einmal nicht. Ihr spammt Position 1, es geht einfach nicht, dann seid ihr hier genau richtig. Als allererstes geht ihr mal in 5M rein. Ihr lasst das Ganze nochmal starten, so wie immer. Dann drückt ihr F8 und sowas kommt. Ihr fragt euch, was soll das? So, dann, ihr könnt es nicht kopieren. Ich kann es euch aber leider auch nicht in die Kommentare schreiben, weil das, was hier steht, bei jedem anders ist. Es geht von dem Add-ons bis Crashes. Man kann es leider auch nicht kopieren, also müsst ihr es euch irgendwie abschreiben oder so. Ja, ich habe es jetzt hier schon gemacht. Das schreibt euch einmal ab und kopiert das und dann schließt ihr euer 5M wieder. Dann geht ihr einmal Rechtsklick auf 5M, Dateipfad öffnen, 5M Application Data und dann geht ihr in Citizen FX.ini. Doppelklick. Dann schreibt ihr einfach direkt darunter, beziehungsweise kopiert das dorthin, macht das hier eine Zeile runter. So. Dann macht ihr Datei speichern und schließt das wieder. Dann könnt ihr das auch wieder schließen. Ihr startet euer 5M und schon, ihr seht, WeShade geht wieder. Ihr könnt wieder ganz normal Position 1 drücken. Das lädt jetzt hier kurz. So, es geht alles wieder. Ihr könnt Technicolor wieder reinmachen. Ihr könnt wieder Aspect Radio machen. Alles geht wieder. Der Fehler oben jetzt, falls ihr den nicht wegbekommt, dann guckt einfach das nächste Video. Ist auf jeden Fall, kommt nach diesem Video. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid hoffentlich froh, dass ihr endlich wieder WeChat benutzen könnt. Und diesen Fehler hier, wie ihr den oben hier behebt, seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Abonniert gerne den Kanal. Glocke aktivieren nicht vergessen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.